So, das wird jetzt bei mir immer noch die gleiche Aufnahmeserie und ich bin immer noch völlig angepisst davon, wie der Typ sich beim Kämpfen verhält. Aber definitiv muss ich zuerst Kloppe Karl da hinten ausschalten. Alter! 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 Ich habe keine Heiltränke mehr großartig und habe schon wieder mindestens so und so viel Prozent meiner Tränke versabbelt. Nein! Natürlich schießt der mit Blutwundpfeilen. Ich raste aus mit dem Mist. Ich raste sowas von klein aus, ey. In keinem scheiß Teil von Risen, Gothic oder sonst was braucht er so dermaßen lange mit dem scheiß Schwert wie mit dem in dem Spiel hier. Was ist denn das für ein Kackmist, Alter? Und vor allem, du kannst es nicht mal großartig stärker machen. Also beziehungsweise, ich habe jetzt gerade eben alles durchgeguckt, du kannst dich nicht großartig damit weiter verbessern, dass du in der Hinsicht dich schneller machst beim Angreifen oder sonst was. Wieso ist der mit diesem Kackschwert so beschissen? Ey, ist doch ekelhaft. Ich bin gerne Zweihandspieler, Zweihandkämpfer. Aber das geht hier überhaupt nicht klar. Das geht echt überhaupt nicht klar. Das ist echt ein Mist. Da kann man sich doch nur aufregen. Da kriegt man halt eben. Da kriegt man so eine übste Krawatte dabei. Da ist man ja gezwungen, die ganze Zeit immer den Mist zu wechseln. Vor allem den Granatwerfer kann ich ja nicht benutzen und gar nicht. Vor allem keine Heiltränke, Heiltränke bin ich selber eigentlich ein bisschen selber dran schuld, weil ich keine herstelle oder sonst was. Also im Großen und Ganzen ist es echt behindert. Du brauchst ein übelst hohes Level, gleich von Anfang an, um zu überleben. So, kaufe ich mir mal das mal. Handeln akzeptieren. Das ist ein einhändiges Schwert. So was hätte ich auch gerne. Nein, kriegst du nicht. So.
Munition. Tränke. Heiltränke. Nein! Du sollst denn dir doch nicht reinpfeifen. Das habe ich schon mit einem Trank weniger. Vor allem kleine Mana-Tränke, da habe ich extrem viel. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Halt die Klappe. Nervst mich gerade. Oh Gott, was ist denn das für ein Mist? Also kleiner geht die Klinge auch nicht mehr, oder? Weil hier, Achtung, da, damit greift er rein, dreht sich ein bisschen leicht. Fokus weg, ey. Greift er schneller an als hier. Also echt mit dem Schwert da. Das würde ich persönlich schon fast nur in einer Hand tragen. Ich weiß, wie schwer so ein 2-2-Händler sein kann. Ich hab ihn. Das ist jetzt ein übermäßig Schwert, den ich habe, aber trotzdem, kann ich locker in einer Hand halten. Zwar ist es mit dem Schwingen dann auch ein bisschen langsamer, aber nicht so langsam wie der mit zwei Händen. Also, wenn ich mit zwei Händen bei mir rumwirbeln würde, ey, meine Fresse. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, meine Lust, meine Laune, meine Liebe. Scheiße. Ich habe gerade eben das Gefühl, ich habe ein Breitschwert umsonst gekauft. Handgranaten habe ich 15 Stück. Wieso benutze ich die nicht? Mechanikerhose kann weg. Handel akzeptiert. Ey, echt jetzt? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Guck woanders hin. Das ist natürlich jetzt cool. Technik wird nie gerne gesehen, aber guckt euch mal die Waffe an. Die besteht doch fast nur aus blanker Technik. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Waffe, die relativ gut aussieht. Und wir haben Handgranaten. 15 Stück. Warum habe ich 15 Handgranaten? Wieso benutze ich die nicht? So. Wieso kann ich dann nicht schnell hin, Schnellreise hinmachen? Das ist doch auch. Naja. Egal, ich versuche es jetzt nochmal. Vor allem mit Handgranatenschmeißer. Vor allem jetzt habe ich eine Waffe mit 49 Damage anstatt von 39 Damage, also nochmal 10 Damage mehr. Mal sehen, ob es mir was bringt. Tja. Gegenüber der Ratte auf jeden Fall nicht. Das Problem ist, ich brauche aber 10.000 für die Rüstung. Ich wollte jetzt gerade noch einen schönen Ausdruck hinterher schmeißen, aber das lassen wir mal lieber. Okay, jetzt waren nur Pflanzen.
Aber trotzdem, mein Ruhepuls von 39 war jetzt gerade richtig schön weg. Hier oben. Da müssen wir hin. Ich bin ein verkappter Komiker. Wir hatten ja gerade seinen Freund hingeschleudert. Da wollte ich auch noch ein bisschen das Zeug looten. Ich darf wohl nicht mehr. Ich darf wohl nicht mehr looten. Das wird jetzt auch noch verboten. Danke. Also was 10 Schadenspunkte mehr schon ausrichten können. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass bei mir alles jetzt anders genormt ist. Du wirst mich noch kennenlernen. Oh, aua. Alter, das trifft auch sofort, ey. Oh. Erledigt. Eigentlich müsste ich jetzt wieder anfangen mit allem nach und nach immer angreifen, speichern, angreifen, speichern, angreifen, speichern. So, wo sind die anderen beiden Moglis jetzt hin? Sieht die irgendjemand von euch? Ach da. Das machst du nicht an! Der wird weggesprengt und trifft aber auch sofort mit dem Granatwerfer. Was ist denn los bei dem Typen?
Alter, die Klinge ist ja echter Segen gewesen jetzt, den, die noch zu bekommen. So, wo habe ich jetzt außerdem den Anführer hingeschleudert? Ach, da ist er doch. Flammenwerfer Typ B. Das war nicht mal ein Granatwerfer, das war ein Flammenwerfer. Natürlich Typ B. Jetzt frage ich mich gerade eben, warum habe ich mich gerade eben so dermaßen drüber aufgeregt? Jetzt im Nachhinein gesehen? Hey, Junge. Warum regst du nicht drüber auf? Hast ihn doch gekillt. Aber ich muss ehrlich sagen, mit zwei Handwaffen ist es wirklich relativ schwierig. Weil nicht mal der erste Schlag gehört hier, den du ausführst, sondern da wird es immer sofort gleich geblockt. Beziehungsweise nicht geblockt, sondern die greifen dir dann sofort in Schlag rein, alle. Selbst die, die dir gegenüberstehen mit dem 2-Handhammer. Selbst die dürfen eher zuschlagen als man selbst. Aber wir haben die Banditen jetzt geklatscht, beziehungsweise vertrieben. Das können wir jetzt so erfolgreich melden. Jo, die sind weg. Oh. Gefahr gebannt. Vorübergehend. Vor allem, sind das jetzt nur Banditen gewesen oder sind das auch Outlaws? Ich glaube, das waren aber nur Banditen. Dass ich eigentlich dieses Lager noch nie gefunden hatte. Ich bin da oben schon rumgelaufen. Nie gesehen. Ich weiß aber nur, wo ein anderes Lager ist. Oh, mit einem Flammenwerfer-Typen drin. Ah, könnten wir reinrätig auch wegmachen. Ja, kaum habe ich 3 Banditen getötet, kriege ich schon wieder einen Überflieger. Den Regen finde ich geil, aber auf der anderen Seite ist er auch sehr nervig, weil du kannst dich nirgendwo richtig hinstellen, ohne dass es weiter regnet. Hallo? Der Banditenanführer macht dir keine Probleme mehr. Gut so. Ich hätte ihn am liebsten an die Wand genagelt. Aber man hat sich einen Rest Menschlichkeit bewahrt. Hier, nimm das. Es entschädigt dich hoffentlich für die Sauerei. Was immer du für eine Abmachung mit Ragnar getroffen hast, meine Fürsprache hast du. Jo! Thank you, thank you. Das Problem ist aber trotzdem, wir sind noch keine Stufe 25. Wie soll man hier Stufe 25 erreichen? Das ist ja schon fast gemein und böse. Wir sind gerade mal Stufe 18. 18. Hallo. Ich will über meine Beförderung sprechen. Du hattest recht. Banditen haben Turg als Posten attackiert. Die Gerüchte hatten also einen wahren Kern. Das ist beunruhigend. Das Pack hat hoffentlich eine gehörige Abreibung bekommen. Ja, ihr Anführer lebt ebenfalls nicht mehr. Das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Nur wenn wir kein Erbarmen zeigen, lernen diese Hunde ihre Lektion. Ich will über meine Beförderung sprechen. Wie gesagt, Stufe 25. Oh wei. Da wird noch viel Wasser die Elbe runtergehen, bis wir das endlich mal erreicht haben. Man steigt ja so schlecht in den Leveln. Ich weiß nicht. Ja, guck dir doch einen Guide an, wie es andere machen. Die kriegen das ganz, ganz schnell hin. Ja, nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten ganzen Folgen habe ich das Jammern sehr gut perfektioniert. Wie gesagt, ich finde das so hinten zum Beispiel auch genial. Rein deutlich hätten die jetzt, wenn es regnet, das dort hinten ein bisschen dunkler machen müssen und überall ein bisschen düsiger. Also,
Also mehr mit den Wettereffekten arbeiten müssen. Was ist das da? Ach so. Das wollte ich ja schon Sätze aufschlitzen. Mehr Elixit. Wir brauchen endlich mal die bessere Rüstung. Falter. Naja, das war jetzt abzusehen. Muss ich ehrlich sagen, das war jetzt abzusehen, dass da Gift herrscht. Und ich weiß, wir haben noch keine hohe Giftresistenzstufe. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich wollte einfach nur wissen, was da in der Mitte des Grunds drin ist. Oh, da lang würde ich ja. Okay, die holen von hier aus, von hier irgendwo her Waren. Ich denke mal von der Brücke. Oder ist hier hinten noch irgendwie was? Ja doch. Egal mit welcher Waffe. Ich krieg nie den ersten Schlag. Das macht mich gerade traurig für das, was ich gerade jetzt mal vorhab für die letzten paar Minuten dieser Folge. Ich will noch dieses geflügelte Vieh hier hinten besiegen. Was hier hinten haust. Oder habe ich das schon besiegt? Dieses Gruselvieh? Nee, da ist es doch. Crony! Ronnie?
Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Ey, ist das Kackspiel schon wieder abgekackt? Jo. Jetzt mal eine kurze kleine Erklärung. Das Spiel ist gerade schön abgeschissen. Beziehungsweise. Ja, ich weiß auch nicht warum. Das hat einfach zum zweiten Mal schon diese blöde Fehlermeldung reingebracht. Damit ist aber jetzt meine Aufnahmefolge oder Aufnahmeserie für heute komplett fertig. Damit ich wieder meine Nerven kaputt mache. Das nervt mich jetzt gerade wirklich. Ich kann jetzt das Spiel auch jetzt gerade erstmal nicht mal weiterspielen. Und ich will nur mal sicherstellen, das Spiel ist nicht scheiße. Es ist auch nicht kacke. Aber diese komischen Fehlermeldungen, das ist schon das zweite Mal, wie gesagt, in dieser Aufnahmeserie an diesem Tag, dass ich die bekommen habe. Und das geht mir einfach jetzt gerade mordisch auf den Kranz. Vor allem, weil ich diese Bestie ganz knapp fast besiegt habe und dann schmiert einfach das Spiel ab. Und hat keiner mehr Lust darauf, denke ich mal. Selber, wenn es eben selber basiert, denke ich mal, hat jeder erstmal keine Lust mehr, das Spiel erstmal weiterzuspielen. Und ich mache jetzt für dieses Wochenende hier, wo ich das gerade aufgenommen habe, einfach nur einen Cut. Und das ist mal eine Kurzerklärung dafür, dass ich jetzt. Und ich wollte außerdem noch die Folge nochmal ordentlich beenden. Und hier mit diesem Kackspiel ist mein Aufschrei. Naja, dann macht's gut und bis zum nächsten Folge.